Kann sein. Warum hast du auch überhaupt einen Text hier? Geht das nicht anders? Geht das anders? Ja, du kannst auch vier Zahlen. So. Ich will die nicht anrufen. Leck, ich rufe dich jetzt einmal kurz an, aber das ist keine Absicht. So. Und jetzt kann ich hoffentlich... Ich kann niemanden hinzufügen. Bin ich etwa nicht mal Administrator in der beleuchteten Brüdergruppe? Ich kann den... Neuen Kontakt erstellen. Gruppe verlassen. Vorname Leck. Ich kann sie melden. Fertig. Geil, sie ist erstellt von deiner alten Handynummer. Ja? Ja. 972-600. So. 1742, die kenne ich noch auswendig. Aber das müsste doch irgendwie, wer ist denn Admin hier? Ich nicht auch? Ja, ich hoffe, doch, ich bin Admin. Teilnehmer hinzufügen. Ja, das kann ich nicht. Kannst du mich bitte auch gleich mal zum Admin machen? Leck. Ja, das ist gerade vielleicht nicht so spannend zum Zugucken, aber das zeigt, wir sind nah an den Leuten. Committed. Das neue Super iPhone ist das iPhone XS Max, ganz genau. So, und jetzt will ich Tim zum Admin machen. Da, wer ist unten? Zum Gruppenadmin machen. Nice. Willkommen, Leck, in der Gruppe Brüder und Freunde. Brüder und Freunde, Leck ist dabei. Hallo. Welcome. Leck. Jetzt hast du auch unsere Nummer. Ich bin der, der Welcome geschrieben hat. Und ich bin der Human Flash geschrieben hat. Wie immer. Ich mag uns so sehr. So, jetzt weg von WhatsApp. Wir sind live im Internet. Kann ich hier in irgendeinem Bett schlafen? Ja. Woher weißt du das? Also weißt du das nur aus der Erinnerung? Oder hat jetzt jemand gesagt? Nein, ich weiß aus der Erinnerung, dass der Typ mir was über diese Kuhkiel sagen konnte. Dass da einer saß und der hat mir gesagt, ich muss nachts zum Graveyard gehen. Guck mal, jetzt bin ich hier mitten in der Nacht bei ihrem Zimmer aufgewacht. Und sie wundert sich überhaupt nicht. Sie wundert sich überhaupt nicht. Du könntest auch in ihren Schrank gucken. Und sie will auch nicht sagen. Ach, da würde sie vielleicht was sagen. Nein. Wollte ich nicht hin. Hat mit iOS... nur zu tun, wenn ich an unserer App werkeln muss. Was ist denn unsere App? Mengenrabatt. So. Denke mal, der Tannenbaum ist an. Ist er gar nicht. Mm-mm. Jetzt geht's... Oh, es ist gruselig hier, Alter. Weißt du noch, wir hatten mal ein geiles Video, wo ich diesen einen Typen immer für dieses böse Vieh weggeschmissen hat. Es war lustig, aber wir haben das ganze Video verloren. Oh nein, du hast das böse Pferd. Hier, so ein Ding. Das tut dir doch nichts, oder doch? Ja, jetzt nicht mehr. Hättest du dir vorher was getan? Ich glaub schon, das ist aggressiv auf mich zugelaufen. Vielleicht wolltest du Freundschaft schließen? Könnte sein. Jetzt nicht mehr. Wie geil, krass, das glüht am Himmel, ne? Die Sterne? Nee, achso, diese Leucht... Guck, der ist doch eindeutig aggressiv. Und den kannst du schnappen und in die Brüstung schmeißen. Ich glaube, am Tag sind die lieb und nicht so besessen wie jetzt. Mengrabatt sagt es auch gerade. Und ich glaube, da habe ich so einen über die Brüstung. Hier, guck mal, den muss ich schlagen. Woher weißt du, dass es... Weil der Typ mir das gesagt hat, der am nächsten am Baum ist. Tada! Geil, das ist ja eine richtige Nebenquest. Ja. Und man wird gar nicht mit der Nase draufgestoßen. Überhaupt nicht. Man muss mit allen möglichen Leuten reden. Ja. Kann man auch echt einfach leicht verpassen. Also Mengrabatt hat beruflich mit App-Entwicklung zu tun. Aha. Hast du das gewusst? Nein, ich weiß nichts über diesen Mann. Nicht mal wie er heißt. Nein. Trotzdem... ist ja so ein... Ja, jetzt bin ich auch immer gespannt. Achso, ich dachte, weil da jemand geschrien hat. Nee. So ein dauerhafter Bestandteil in meinem Alter. Oh! Wer ist das? Das ist Bloodborne's Endgegner. Er hat FDP-Flügel. Aber zu Zeiten von Jürgen Möllemann. Mehr gelb als blau. Cookie, komm. Cookie, gib mir deine Hand.
Sie ist auch besessen. Ja, oder er ist gar nicht böse. Rede doch mal mit ihm. Er hat ein Foto von sich an der Wand. Ich weiß nicht, ob das ein Foto ist. Ah, du musst in der Mitte durchschneiden. Ich dachte, habe ich doch gesagt. Das habe ich ganz vergessen. Ein Monster. Why, I'm certainly a monster and then you return the people of this town. Aber die muss doch mal wieder hochlaufen. Aber was findet er an denen so lovely, wenn die alle schreien und weglaufen, wenn sie ihn sehen? Naja, manchmal ist das ja so. Er will halt Teil von der Community sein. Trotzdem kann er die ja wahrscheinlich verstehen, dass sie Angst vor ihm haben. So wie er aussieht. Ach ja, das ist, wenn ich Sidequests mache, kriege ich Gratitude Crystals und wenn ich ihm die gebe, gibt er. Das ist wie die Skulltulas. Okay. Ocarina of Time. Und was kriegt man dafür auch größere Börsen? Wahrscheinlich oder keine Ahnung. Nee, die kann ich halt bei dem anderen Typen kaufen. Und es ist auch genau wie die Skulltulas, er verwandelt sich dann in einen Menschen am Ende. Sure. Ja. Yeah. By helping people. Es ist ein bisschen erschreckend, dass jetzt noch sowas Neues eingeführt wird. Oder hätten wir den schon viel früher finden können? Den schon früher finden können. Okay. Also was ist mit den ganzen Gratitudes, die wir jetzt schon bekommen haben? Wir haben keine Gratitude. Ich glaube, jetzt werden erst die Nebenmissionen freigeschaltet dadurch. Ah. Es war sozusagen die erste Sidequest mit der Frau, die oben. Naja, und so weiter. Ja, ich verstehe. Haben wir jetzt eigentlich die Tafel, die wir da oben einsetzen können? Ich habe keine Tafel gesehen. Wir haben keine Tafel bekommen. So, kann ich jetzt der Mutter Bescheid sagen? Es gibt keine neue Tafel, sagt Mengenrabatt. Ja, was, hier kann ich doch auch irgend so ein Ding einbauen, oder nicht? Das hat er eigentlich auch noch. Und das kann ich dann, glaube ich, mit dem Blasebalg blasen. Hier bin ich clearly falsch. Was will ich jetzt noch machen? Können wir noch mal shoppen gehen? Schild, wir brauchen ein Schild. Und es wurde schon gesagt, wir können auch mehrere Schilder kaufen, wenn unsere so schnell kaputt gehen. Ich würde jetzt wirklich gerne langsam mal das Spiel wechseln. Ja, wenn du jetzt noch was kaufen möchtest, bevor wir das Spiel wechseln, dann kauf du noch ein Schild. Die Mutter von Kukir stand, glaube ich, da oben am Ausgang des Tempels. Aber ich gehe jetzt einfach in den Laden, kaufe was und dann machen wir hier mal aus. Ist gut. Jetzt ist hier ein bisschen... Ach, die Läden sind alle zu. Ihr Noten. Hier und eure scheiß Öffnungszeiten. Wir machen jetzt auch noch eine kleine Detour und gucken, ob die auch bei Nacht hier oben rumlauert. In Sorge um ihre Kopie. Ja, ich glaube, das ist etwas, was man Nutten selten vorwirft. Ihre Öffnungszeit.
auch vorstellen. Kann ich mir auch vorstellen, ja. WB? Ach, Reh, der da. Der Hase ist Reh. Hallo Hase, wir mögen dich Hase. Gerne. Hallo Hase, dass du weg warst. Also nicht im Sinne von, ist mir nie aufgefallen, weil ich hab dich nicht vermisst, sondern ich hab verpasst, dass du gesagt hast, du gehst. Vielleicht hast du es auch gar nicht gesagt. Du musst uns ja auch nicht alles erzählen. Es ist Nacht und die Nutten schlafen nicht. Deswegen no müssen wir... Nuts. Wie bitte? No sleep for nuts. Deswegen gehen wir wieder da ins Bett zu dieser Frau, die wir gar nicht kennen. Klar, oder wohnen wir da und die wohnt bei uns? Nein. Wir gehen einfach zu der ins Zimmer. Eiskalt eingepennt? Bist du eingeschlafen, Mr. Kadhafi? Haben wir dich in den Schlaf Nein, Link ist eiskalt eingepennt. So, so schnell ist das jetzt plötzlich. Also oh nein, nimm mal den falschen Raum. Zu Hauptmann Grand Repodia. Das ist der Neuenkönig. Der Rote Lude, oder wie du ihn genannt hast. Der Rote Lude? Nee, Mr. Kadhafi ist eiskalt eingepennt. Ich habe ihn schon richtig verstanden. So schnell war Link nämlich noch nicht im Bett bei denen. Das gibt's ja nicht. Es ist ja auch schon Mitternacht. Das ist korrekt. Aber ich kann morgen ausschlafen. Es ist so gut. Aber wir überfordern langsam unsere Zuschauer. Ja, wir treiben es aber auch schon ganz schön lang. 4,5 Stunden. Gefüttert in der warmen Höhle, Punkt, Punkt, Punkt. Warme Höhle. Hasenhöhle und so. Das macht doch immer Hasenwitze. Das ist die Eule aus sich. Ocarina of Time. Ja, das haben wir auch schon mal, glaube ich, herausgestellt. Dem neuen König und dem Typen, der Oreo Popora. Ja. So, jetzt sind wir hier. Leck ist doch gerade erst gekommen, sagt er. Nein, ja, Leck, wir machen noch ein bisschen. Wenn du willst. Here's something that will put some fire in your belly. I call it a stamina potion. Nee. Nein, ich will's nicht. Kein Stamina. Brauche ich nicht. Wo ist denn der Schildtyp? Hier. Fix Shield. Oh nein! Wenn es kaputt geht. Können wir die WhatsApp-Gruppe noch weiterarbeiten um eine Dame? Ja, also wenn diese Dame Lust hat, beleuchtete Brüderinhalte zu bekommen und informiert zu werden, wenn es irgendwas zu tun gibt. Ja, gerne. Na klar. Wenn es Miami ist, natürlich. Das haben wir eben schon gesagt. Wenn es noch eine andere Dame ist, sag mir welche. Flomi. Da Flomi. Hat auch gerade hier. Ne, das schätze ich jetzt einfach mal. Welcome to the Scrap Shop. Welcome to the Jungle. Ja, jetzt muss ich das Schild neu kaufen. Das ist nämlich das Doofe. So. Ja, na sicher muss ich es neu kaufen. Big Bucks. I like big bucks and I cannot lie. Ich brauche Tumbleweed, habe ich nicht. So. Ich brauche eine Dusk Relic. Habe ich nicht. Das habe ich auch nicht. Ich brauche eine Hornet Larve. Guck mal. Und Kontakte gespeichert. Und ich sehr gut, eigentlich einen Namen. Sehr gut. Ich kann das alles nicht machen. Weil wir diese geilen Sachen nicht sammeln. Wir sammeln ständig solche ja, Sachen. Ja, aber es reicht nicht. Ich brauche noch viel, viel mehr. So. Ah, oh, verpiss dich. Verfolg mich nicht. Hier, ein Schild. Jetzt ist das vorbei mit der Elektrizität. Da kann ich doch jetzt auch ein normales kaufen, oder? Wenn wir uns das leisten können. Won't protect you from electricity. Ja. Okay, das ist das auch zwei, also noch ein zweites kaufen. Wohl. Nein. Nein? Ja, Miami. Ja, bitte. Hau raus. Ja, das haben wir eben schon gesagt. Ich glaube, wahrscheinlich hat sie uns schon eine Nachricht an und beleuchtete Brüder geschrieben und wir haben es einfach noch nicht gesehen. That's a small bomb pack. Aber ja, richtig. 5 additional bombs. Kann ich mir nicht leisten. Wohin auf den Zeittempel zum Beispiel einfach so einen Bernstein liegen lassen? Das habe sogar ich gesehen tatsächlich. Ja, ich auch, aber Bernsteine haben wir super viele.
jetzt können wir mehr Deku-Kerne tragen. Wir haben 0 Rubine. Mr. Kadhafi, ich habe dich mal eben kurz vorübergehend zum Gruppenadmin gemacht, weil es scheint ja der einfachste Weg zu sein, meine E-Mail zu schreiben, offenbar sehr kompliziert ist. Wahrscheinlich hat sie schon eine E-Mail geschrieben. Hat sie nicht. Sie hat offensichtlich den Hasen gefragt, ob er sie so warum fragt er denn? Warum fragt er denn, ob das möglich ist? Ach, weil er eingeschlafen ist! Alles ergibt einen Sinn! So. Leute, das war eine super erfolgreiche Skyward Sword Session. Ich habe wieder richtig Lust auf das Spiel. Es ist ja immer noch ein Zelda-Spiel. Natürlich ist es gut, trotz irgendwelcher Mängel. Und cool, wir spielen das einfach demnächst weiter. Für jetzt machen wir Save and Quit. Saving is in progress. Please don't quit the shit button. Quit the shit button? Ah.